Boss-Time in Demon's Souls, Leute. Wir werden gegen den Phalanx in die Schlacht ziehen und dann schauen wir mal. Ich erkläre euch das kurz und knackig und dann sehen wir mal, ob wir den packen. Wichtig wäre hier zum Anfang, ich habe da Brandbomben benutzt, also ganz normale Brandbomben, die findet ihr da im ersten Level auch. Und ja, ich musste erstmal ein bisschen gucken, wie ich den mache und dann ging es auch recht gut. Ihr seht ja, er ist so umgeben von so komischen Glibberviecher mit Schilden und die gehen ganz gut mit Brandbomben weg. Also einfach immer schon Brandbomben drauf und dann, seht das ja, gehen die recht gut weg. Die sind eigentlich fast One-Hit und genau. So, da muss ich mich nochmal ein bisschen heilen. Ich muss erstmal schauen, wie der funktioniert, der Gegner. Aber jetzt setzen wir dem Ganzen dann auch schnell ein Ende. Ich habe dann ab und zu mal drauf gezaubert. Hab geschaut, was denn Energie verliert durch die Zauber. Aber die Brandbomben sind einfach am effektivsten. Genau, wenn die dann weg sind, ihr seht es jetzt, liegt er ziemlich frei. Da kann man dann auch drauf casten. Ich habe übrigens die Magierklasse Adliger. Und ja, seht ihr, der Energie geht gut runter. Und ist auch schon das ganze Spiel bei dem hier. Gut, ich lasse mal mit dem Rest vom Video alleine. Es geht eh nicht so lange. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn es euch dann gefallen hat, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und wenn ihr mehr sehen wollt, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Danke, ciao, ciao, euer Andi. Dämon besiegt! Du erhältst eine Dämonenseele. Du hast den Körper wiedererlangt. Bring mehr Seelen, Dämonentöter. Oh! Okay, er war jetzt nicht schwer.